Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Ambulance, der neue Michael Bay-Film. Und was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Kann ich Ihnen helfen, Officer? Wir bereiten einen Transport vor, nach 20 Minuten. Ich muss kurz was erledigen, bin eigentlich im Dienst. Ich raub den Laden auch nicht aus, versprochen. Oh, ehrlich, das wäre schlecht für meinen Job, wissen Sie? Im Mittelpunkt der Geschichte steht Will, der braucht Geld für die Operation seiner schwerkranken Frau. Und dafür lässt er sich dann von seinem Adoptivbruder Danny dazu überreden, einen Banküberfall zu begehen. Und ja, der läuft nicht ganz so gut und so sind sie in einer ewig langen Verfolgungsjagd mit der Polizei quer durch Los Angeles. Und das ist leider auch schon die ganze Story. Man muss sagen, hier ist wirklich nicht viel mehr Inhalt drin. Und es geht eigentlich anderthalb Stunden nur darum, durch L.A. zu fahren und immer gleiche Verfolgungsjagd-Szenen zu haben, wo man sich nach einer halben Stunde denkt, okay, ich habe jetzt eigentlich alles gesehen, geht's jetzt nochmal irgendwie weiter? Nein. Und dazu kommt auch noch, dass es eigentlich kaum Charakterentwicklungen gibt. Die Figuren haben super dumme Dialoge. Es ist wieder mal so, dass keine starken Frauenfiguren ansatzweise dabei sind. Also in dem ganzen Film immer wieder auftauchend zwei Frauenfiguren vor, plus dann noch die Frau von Will, also vielleicht insgesamt drei Frauenfiguren sind in diesem ganzen Film und sonst nur Männer. Also es ist wirklich so, wo man sagt, okay, das wirkt jetzt alles so ein bisschen sehr, ja, wir sind alle die starken Männer und nicht so wirklich authentisch an vielen Stellen. Dazu muss man aber auch noch sagen, dass die Verfolgungsjagden sich mit der Zeit einfach, dass man sich daran satt sieht. Und deswegen, storytechnisch, hat mich das gar nicht umgehauen. 2 von 5 Punkten. Weiter geht's zum Schauspiel. Und da haben wir eigentlich einen bekannten Cast mit Jake Gyllenhaal oder auch Yahya Abdul-Mateen II. Oder eben auch Isa Gonzalez. Und die versucht in Ansätzen noch irgendwie ein bisschen was zu reißen. Aber insgesamt haben alle so dumme Dialoge. Die Figuren funktionieren, finde ich, überhaupt nicht. Ist so keiner richtig authentisch. Einfach super schade, weil alles nur so Macho-Typen geworden sind. Dementsprechend da 2 von 5 Punkten. Da kann auch selbst ein Jake Gyllenhaal aus dem Drehbuch nichts rausholen. Weiter geht's zur Technik. Und da muss man sagen, das ist der einzige halbwegs okaye Punkt an dem Film. Ein kleiner Lichtblick sozusagen. Denn wir haben einige coole Action-Sequenzen, die auch wirklich gut aussehen. Sie haben sehr viele FPV-Drohnen-Momente mit reingebracht, was immer wieder mal cool aussieht, aber sie reizen es zu oft aus. Du siehst einfach, dass teilweise Shots nur dafür gemacht sind, dass die FPV-Drohne sozusagen daran vorbeifährt. Also Verfolgungsjagd, Polizeiautos fahren hinterher und die springen dann über irgendwas drüber, was aber so wirkt, als wenn es irgendwie 20 Meter weiter wäre und nicht direkt hinter dem Krankenwagen. Und das ist alles so ein bisschen, ja, wirkt extra konstruiert, nicht so gut, und dazu hat man es dann irgendwann mal satt gesehen. Es ist teilweise ein extremes Schnittgewitter, manchmal wird auch wiederholt, was man schon gesehen hat, nur damit man den Shot nochmal zeigen kann. Es ist insgesamt alles technisch leider so ein bisschen redundant und man denkt sich so, okay, habe ich alles schon gesehen, jetzt geht's mal weiter. Nee, und das ist leider so ein bisschen schade, weil eigentlich so eine halbe Stunde der Verfolgungsjagd wäre ja okay gewesen. Aber mehr macht der Film dann halt leider nicht mehr besonders. Dementsprechend da dann auch nur 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Ambulance ist ein Film, der mich echt enttäuscht hat, weil ich mir dachte, okay, vielleicht könnte es coole Action werden. Die Thematik lässt viel Raum für Erweiterung, sagen wir es mal so. Aber es wurde halt leider nichts erweitert. Die fahren halt einfach nur anderthalb Stunden durch Los Angeles und das Ende ist dann eher so mäh. Also leider an vielen Stellen kein guter Film geworden, Schauspiel kann es nicht reißen, Drehbuch ist unterirdisch und ja, man sieht halt einfach, dass Michael Bay mit Menschen nicht so kann, sondern eher so, ja, einfach nur der optische oder technische Typ ist. Dementsprechend nur 2 von 5 Punkten von der Empfehlung her. Das war es dann insgesamt mit diesem Film mit gerade mal 9 von 20 Punkten, nicht wirklich gut geworden, kann ich nicht empfehlen. Nur für absolute Actionfans, die wirklich, ja, 2 Stunden Kopf ausschalten, weil den Film, der ist auch einfach eine Dreiviertelstunde zu lang. Ne? Dementsprechend ist okay geworden, oder eigentlich ist eher schlecht geworden, bis mittelmäßig geworden, würde ich sagen. Dementsprechend, ja, keine klare Empfehlung meinerseits. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!